Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Jetzt sieht es dann mal ein bisschen mehr noch Tempel hier aus. Naja, so mehr oder weniger, ne? Entwegst du, was ich meine. Oh nee, du ist schon wieder so einer, so ein Knetkopf. Ich hasse es, die Viecher in Reichweite wie Sau. So. Hey. Ach, wenn du so ein tolle Zwo-Hände hast, das... Ach, leck mich doch. So. Ja, komm, schlag mich ab. Da mache ich jetzt nämlich hier der Lader wieder. Das ist nicht so gut gewesen. Aber das war authentisch dafür, würde ich sagen. So. Und... Ich hätte jetzt genauso gut, weil es am Anfang ist, hier einen Cut setzen können. Dann wäre es das gewesen. Aber ich bin authentisch. So. Kommt noch ein Ucha-Chacha mit mir her gejoggt. Oh, der hat das abgekriegt. Das war nicht so gut. So. Okay. Oh. Okay, dann sollte man doch wieder die Flucht antreten. Ich renne dabei noch in die Klingerei. Das ist natürlich sehr klug. Dann wähle ich immer den Feuersturm aus und warte, bis der Hansel wieder fort und weg ist. So. Hopp. Und immer umdrehe. Ah, der joggt schon wieder heim. Okay, der hängt glücklicherweise doch fest. Na, hin und wieder darf man mal ein bisschen Glück haben. Ist nicht nur zum eigenen Schade, dass die NSC so dumm sind. So, zack. Wie beim Gorn, der clevere Typ, der ständig an Felsspalter oder an Felsvorsprünge hängen geblieben ist. Okay, seine Waffe kann ich jetzt leider nicht mehr bergen. Die wäre aber ein bisschen was wert gewesen. So, denn ihr Krushis kann ich auch mitnehmen. Die Karokka-Art von den Krushis, die nehme ich doch gern mit. Und dann sollte ich ganz dringend ganz doll heile machen. So, Parisling gepetzt und schon sieht die Welt wieder anders aus. Komm, zwirbel das rein. So. Da haben wir noch sowas. So, ich mache jetzt mal im eigenen Zimmer ein bisschen hell. Es ist arg duster. Ich meine, es ist zwar erst 3 Uhr mittags, aber es ist trotzdem schon sauduster hier. Okay. Da ist noch ein Spruchroller und ein Trank. Hier sind Minecrawler abgebildet. Könnt man meinen. Aber warten wir mal erst ab, bis wir zu unserem Overgosher hier kommen. Dann verstehen wir die Zeichnung vielleicht auch. So. Was haben wir dann hier noch? Eine Höhle. Ein Gitter. Hallo Höhle? Herr Höhlenmann? Nö, nix. Okay, dann, was ist dann hier noch? Hey, nicht so viel Springer. Nicht mehr Springer, als ich dir erlaub. Da ist noch was. Juppai di, juppai da, tralala. Da haben wir nix. Da ist auch noch wieder was. Wo ein paar wieste Visage warten. Wieder so ein paar Glatzköp, die da auf uns warten. Und ganz fanatisch vor sich hingammeln. Dann machen wir an der Stelle nochmal das Speicher-Reno. Ja, den da. Den nehmen wir. So, dann do lang. Jups. Und einmal der Froschsprung. Ja, bitte ohne in der Lava zu landen. Das wäre etwas kontraproduktiv. Und da müssten wir, glaube ich, klettern. Wenn er uns lost. Ich hasse es. Ja, ich liebe es an Gothic so sehr, das Klettern. Oh, toll. Ah, nicht schlecht. Das ist aber nicht das, was ich gewollt habe. Yankee 3. Da komme ich auch noch irgendwo hier. Vielleicht sollte ich den Weg gehen, wenn das nicht klappt. Dann war es doch in Ordnung so. Aber eigentlich müsste man da hochklettern können. Aber ja, Gothic und Klettern. Ne? Ah ja, sehr schön. Es funktioniert. Puh, drücken wir doch mal ganz offensichtlich hier den Schalter, der da steht. Na, du ganz offensichtlicher Schalter. Nein! Wo bin ich gelandet? Naja, da können wir den Lift auf jeden Fall wieder rufen. Wir stehen mal wieder im Brackwasser hier drin. Aber das ist ja nichts Neues für uns. Im Brackwasser stehe ich so sei Hobby, glaube ich. Na, sowas ähnliches kennen wir doch noch von Over. Ich glaube, der war's. Ich glaube, der linke müssen wir. Ja, wie gesagt, das ist ja nichts Neues für uns, da im Brackwasser zu stehen. So, dann dreht das Ding mal.
Jo. Dann erscheinen ein paar Dämonis. Und der Weg vom Glatzkopf ist frei, wo wir vorhin nur auf die Hinterkopf geguckt haben. Sehr schön. Das ist doch mal was, oder? Ist doch gut, ne? So. Hier haben wir noch eine Höhle, die rausführt. Die können wir dann auf dem Rückweg achten. So, sehr schön. Die anderen Klos hier sind auch offen. Weil ich glaube, das sind echt die Klos. Okay. Und ein paar krabbelige Miner sind auch noch hier. Hallo, ihr krabbelige Miner. Ups, er leckt ein bisschen. Wieder kennt man eine berüchtigte Gothic 1 Tempel des Schläfers abstürze. Okay. So. Und du tanzt noch einer. Ein Biber-Butzemann. Okay, der kommt an uns, aber ich nicht an ihn. Dann machen wir das halt so. So. Gut. Wir können auch aus der Distanz noch flattern, finde ich auch sehr gut. Das finde ich immer etwas irritierend, da kommt immer noch so Wasserblase hoch. Ich glaube, die pupsen noch, bevor sie sterben. So, glücklicherweise ist es eine Magnesiumfackel, die hält auch Wasser aus. Und dann können wir noch ein bisschen Süffelzeit genießen. Ja, es ist Süffelzeit, Maggie, Süffelzeit. Wo sie bei The Simpsons Man die Maggie zahnt und ja, deswegen quengelt sie rum. Und am Ende Homer, er gibt auch einen Schluck Bier, damit sie sich beruhigt. Los, Maggie, es ist Süffelzeit. Ja, Süffelzeit. Okay. Dann hätten wir das auch erledigt. Und wir rufen nochmal den Aufzug. Ja. In case of elevator calling, please push that button. Ich weiß, ich kann eigentlich besseres Englisch sprechen, aber das war bewusst so. Ich meine, es ist ja ein deutsches Spiel und so. So. Drehe mal. Ja. Geht's jetzt nochmal hoch? Ja. Okay, sehr schön. Oh mein Gott, 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 ich drehe mich einfach im Kreis. So. Du geht's wieder raus. Und du hin können wir später hier gehen. So, jetzt müssen wir erstmal du wieder hier. Joink. Und jups. Und oh ja. Das wird jetzt auch nochmal spaßig, deswegen speichere ich an der Stelle hier auch nochmal. Ich will nämlich nicht nochmal irgendwo falsch drücken, um dann ohne in der Lava zu landen. Das wäre etwas kontraproduktiv. So, dann hier nochmal. Zack, zack. Juppai di, juppai da, tralala. Ja, ich gehe aufs Klo-Set, wo ich die Trollfaust finde. Ah, nicht schlecht. Nee, das ist Donalds Klo. Aber es sieht ein bisschen aus wie Plumps Klo, wo man hier die Deckel drauf gemacht hat. Manchmal sind die halt aus Stähe, aber jo, Alter. Ich meine, früher hast du jetzt nicht so den Komfort gehabt wie heute. Oh, der hat mal einen großen Stärketrank, glaube ich. Sehr geil. So, jetzt ist wieder Süffelzeit. Ein großes Geschicklichkeitselixier. Das gibt wieder 8 Geschicklichkeit. 15 Lebensenergie können wir uns auch noch reizwirbeln. Genauso wie 50 geiles Mana. Jetzt haben wir insgesamt 45 Mana hier gekriegt. Das ist wesentlich mehr, als ich selber gelernt habe. Elixier der Stärke. Haben wir auch nochmal Stärke plus 8. Lecco mio. Stärke von 70 derzeit. Obwohl ich nie Geschicklichkeit geskillt habe, habe ich derzeit eine Geschicklichkeit von 33. Das ist doch auch viel wert. Okay, sieht soweit gut aus. Dann geht es jetzt erstmal wieder do lang. Dann ist erstmal wieder Glatzkopfzeit. Ah, da kommt er schon angejoggt. Okay. Okay. Komm her, du. Scheiß Typ. Okay, hab's kapiert. So, im Nahkampf kann ich mich mit deiner Type doch nicht messen. Da sind sie doch etwas zu stark für mich. Okay, bis dort hier renne ich. Und dann dürfte das gut sein. Achtung. Ja, da ist er noch. Scheiße. Scheiße. Und er macht das Zwirbler. Okay, jetzt liege ich da zusammengekrümmt in Embryonalhaltung. Das ist auch nicht gerade so würdevoll, finde ich. Okay, das war 50 Uhr 1, das war 50 Uhr 6. Ja. Dann machen wir halt nochmal hier die große Süffelparty. Ups. Aber vorher können wir genauso gut eigentlich auch den Typ jetzt nochmal attackieren. Da haben wir das wenigstens rum.
So, fantastischer Templer. Und Gott. Müssen wir einfach nur rechtzeitig erkennen. So. Der Dämon hat es anscheinend schon auf uns abgesehen, wie es aussieht. Ärger, komm halt her. Komm mal du her. In Gothic 2 kann man dann auch noch lernen, Dämonenherzen zu holen. So. 1700 Erfahrungspunkte hat allein schon jetzt das Gekappel mit den drei Gegnern gegeben, was ich ziemlich gut finde. Ja, wie gesagt, also in Gothic 2 hat man halt noch die Möglichkeit, dass man Dämonenherze von einem Jäger lernen kann zu entfernen. Das finde ich halt ziemlich geil, ach. Weil die bringen auch nochmal einen Haufen Zeug und sind sehr gut, also bringen einen Haufen Gold und sind sehr gute und sehr wichtige Ingredienzien für spätere höhere Meistertränke. So, apropos Meistertränke, wir zischen uns mal die attributsteigernde Dingerei. Die sind natürlich richtig gierig. Zack, zack. Geiler Scheiß. Okay, aber die Trollfaust haben, wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. So, kann ich ja mal hier so ein Tränkchen gluckern. Hier nochmal ein bisschen was pischeln. Und die Trollfaust ist bisher das Stärkste. Macht 100 Schaden und benötigt 78 Stärke. Die hätten wir nett, die 78. So. Guck mal, dort hier. Da sollte man nochmal die Yankee 3 machen. Ah, da ist noch ein Dämon. Ja, je näher wir zum Schläfer kommen, desto mehr Dämonen kommen. Ach. Ich weiß, ich habe immer so einen wunderbaren Hang dazu, es offensichtlich auszusprechen. Aber es ist halt so. Je näher wir zum Schläfer kommen, desto mehr Dämonen kommen. Ach. So, jetzt kommen wir auch zum sehr wichtigen. Ups. Sehr wichtiger Bau. Okay. Okay, hab's kapiert. Hab's kapiert. Aber dem haben wir schon ordentlich zusetzen können, finde ich. So, da über die Dämonenkadaver steige. Ah, scheiße! Hm. Okay, war es doch gar nicht mal so schlecht, dass ich hier nochmal den Speicherpunkt gesetzt habe. Das war immer hier vor einer Minute erst. Oh, okay. Dann lebt der Dämon noch. Das müssen wir sofort korrigieren. Ich finde es nicht gut, dass die Kerle da leben. So, dann... Ja, da kommt ja schon arge joggte Widerling. Der fantastische Templer. So... Dann joggen wir mal ein bisschen noch. Machen wir ein bisschen Frühschoppe hier. Frühjoggen, nicht Frühschoppe. Frühschoppe ist ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen angenehmer als Jogger. Ist er noch hinter mir? Ja. Okay. Aber da sind die Ecke ein bisschen zu markant. Da könnte ich den nicht so gut treffen. Deswegen renne ich jetzt nochmal hier Richtung Brück. Weil da treffe ich den Typ eher. So. Sehr schön. Die Hüterklinge zwacke ich ihn auch noch ab, genauso wie sein Zeug hier, sein Getränk. So. Das erfrischt. Dann noch ein 30er Trank hinterher. Die Fackel können wir genauso gut auch durchlicken lassen. Weil jetzt kommt erstmal so ein Bursche auf uns. Mit dem können wir, glaube ich, noch nicht fertig wäre. Das ist der letzte von der orkische Priester. So, dann machen wir den da. Gerade mal gucken, wie viel von deiner Schwerter ich jetzt gesammelt habe. 1, 2, 3. Okay, ein Ork-Schamane fehlt sogar noch. Ah ja, ich weiß, wo ich den finde. Aber erstmal hier zu dem gehe. Der ist nämlich noch so ein freundlicher Typ. Der kommt jetzt auch der ganze lange Weg zu uns extra geschlappt. Ist das schwer. Ach, du liebe Zeit. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Krushwarak Arushat! Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Ja. Oh, der ist ein Salat. Das mag ich nicht so gern hier. Ih, der wirkt irgendein Gülle auf uns. Oh. Schnell weg, bevor wir weiter Gülle abkriegen.
Weil das ist nicht gerade so ein toller Zauber. Beziehungsweise für uns nicht gerade so der tolle Zauber zum Abkrieger. Aber dich mache ich auch noch fertig. So. Ja. Die nehme ich mal lieber mit. Man weiß ja nie. So, den unsterblichen Schamane, gegen den können wir noch nichts ausrichten. Da haben wir jetzt hier. Weg in den Schläfertempel ist das, glaube ich. Grashvarak Arushat scheint kein untoter Ork-Schamane wie die anderen zu sein. Er ist weitaus mächtiger und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alle anderen ist. Ja, wer will das nicht, ne? Wer will das dann nicht in einem Fantasy-Rollenspiel? Daran hättest du denken sollen, bevor du dich hier beworben hast bei Gothic. So, dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, der Crushy Ultra Krass rennt uns nicht hinterher. Dann kann ich nämlich hier auch nochmal einen Speicherpunkt setzen und kann nochmal drüber gehen. So, hier endet erstmal unseren Weg, aber die supergeile Waffe holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Ah, schade, dass das hier mittlerweile so abgesenkt worden ist. So, dann müssen wir nämlich da entlang. Glaube ich. Ich glaube, das ist noch der in dem Bereich, den wir hin müssen. Weil Fußboden besteht aus Lava, ist gut. Ich brauche nämlich einen anderen Lava-Bereich. Ja, dann war das das, was wir von da oben noch gesehen haben. Da kommt der hungrige Crawler her, den wir gehört haben. So. Das ist natürlich super geil. Je mehr Stärke wir haben, desto mehr Schade machen wir natürlich. Ach. Und deswegen ist das ganz gut, hier die Tränke zu finden. So. Voll die Knetkopfstimme überkriegt. Mir geht es gut. Ja, mach Sache. So. Gehen wir hier weiter. Ach, es ist immer schön, so selber Monologe mit sich zu führen. Und wirkt immer so ein bisschen wie die Selbstgespräche, die ich führe würde, wenn ihr nicht als Zuhörer mit dabei wären. Ich muss sagen, ich bin ein aktiver Laberer, wenn ich für mich allein spiele. Muss ich ehrlich gestehen. Bei Musik pfeife ich gern mit, das tue ich euch aber aufgrund vom Mikro nicht an. Und ansonsten ja, rette ich auch sehr viel. Sehr aktiv. Während ich zock. Okay, da runter geht's auch noch. Wo hier? Aber ich glaube, da waren wir durch schon? Ich glaube schon. Oder nee, da waren wir noch nicht. Das ist das Gebiet, wo ich hin muss. Ausgezeichnet, ja. Das ist genau das Gebiet, wo ich hin muss. Oh. Ucha der Große. Und Chacha der Geringere. So, komm her, du. Gut. Und Ucha Chacha der Ekelhafte, immer auch noch hier. So, du wärst er untotet. So, er mal kaucht und dann ist die Berg schält. So, die ganze andere Sache sind hier auch so weit durch. Oh. Das ist auch nicht so gut hier. Ja, und irgendwo sind noch hungrige Crawler. Naja, um die kümmern wir uns später auch nochmal. Da unten geht es, glaube ich, wieder zurück, wo es hier lang geht. Ich bin mir nämlich so sicher. Ich sollte hier wirklich nochmal einen Speicherpunkt einlegen. Und hier nochmal durchmarschieren. Okay, die Starren, die kommen und gehen. Ups, die machen ein bisschen schade, wenn man reihupst, aber bringen nicht instant um. Okay. Ach, sind wir jetzt wieder da? Ah, okay, 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 ich verstehe. Das war da, wo man auch die Kiste mit den Tränke gefunden haben. Okay, alles klar. Das führt uns auf der reguläre Weg einfach wieder zurück. Deswegen können wir genauso gut auch hier wieder den Spielstand laden. Dann sparen wir uns einfach den Schaden. So, in den kleinen Tempel müssen wir aber auf jeden Fall noch rein. So. Da steht auch nochmal so ein Widerling rum. Brücken sind dämlich. Die sollte man meiden. So. Höherer Tempelwächter. Das ist egal. 400 Erfahrungspunkte bringt der. Das ist natürlich ziemlich geil. Okay. Du, hoher Tempelwächter, nimm das. Oh, war gerade Sarah. Aber der ist glücklicherweise auch, guck mal. Sehr schön. Gut, wir müssen anscheinend hier die Brücke rausziehen. Über das Talent Akrobatik verfüge ich nicht. Ich glaube, dann kämen wir auch so drüber. Aber das ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Das ist halb so wild. Ah, das ist nur ein schnaufender Dämon drin. Den kriegen wir locker platt.
Ich habe die stärker in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. So, komm her, du. Ja, ich habe die echt erheblich stärker in Erinnerung, die Dämonen. So, zack, danke, Andrea. Nummer 1. So. Du können wir ersatzweise dann auch rein. Also wir müssen erstmal über die Brücke und dann über das Loch rein. So. Ah, nett. Ich laufe hier auf schwarzem Grund, der hin und wieder mal ein bisschen erleuchtet wird. Da haben wir noch einen hohen Tempelwächter. Was sowas ist, ist dann wirklich sacken praktisch Magie zu können. So. Weil der Zauber wird sonst sehr viel kosten, wenn man ständig als Spruchrolle kauft. Und hier als Magier kann man es einfach so verwenden, die ganze Zeit, wie man Lust drauf hat. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Wieder ein paar Dämonen. Hallo. Also in Gothic kennen die Dämonen auch eine größere Geschichte, wie das jetzt zum Beispiel in Warhammer der Fall ist. Dämonen sind in Gothic einfach nur Wesen aus Belias Reich, könnte man sagen. Belias Reich ist das Totenreich und Dämonen sind sowas wie die Diener von Belia. Also die Henke großartige Geschichte hinter dran. So. Das sind Diener von Belia, die sich einfach nur darum kümmern sollen, dass es zu Mord und Totschlag und Chaos kommt, wie das halt so häufig bei Dämonen ist. So, jetzt sind wir immer hier lustig den Weg entlang gerannt. Juppai die, juppai da. Und dann nur noch den hier und dann dürft man durch sein. Ja, da steht nämlich noch so ein lustiger Wächter davor. Hallo, du Merry Man. So. Sehr schön. Also den Zauber finde ich unglaublich praktisch. Lohnt sich immer wieder, sich den zu holen. So, was geht dann hier ab? Dämonenparty wieder. Nö, gar keine Party. Der ist alle. Der spielt solo, der Dämon. Ich finde aber die Hintergrundgeräusche ja ziemlich geil. Das ist auch so, als würde ein Dämon die ganze Zeit ins Ohr flüstern. So. Alle drei Schalter sind gedrückt. Das heißt, wir triggern jetzt wieder was. Ah, da hinten ist auch noch eine Höhle, die beim Lava endet, habe ich gesehen. Aber ich glaube, der Gang führt uns jetzt auch nicht großartig weiter. Okay, wie dem auch sei. Mir Hände Weg jetzt frei. Das ist schon mal die Hauptsache. Können wir jetzt auch darum gehen. Pff, okay. Können wir anscheinend nicht. Hm. Blöd. Hätte ich mal lieber da angefangen. Ja, wie gesagt, mit Akrobatik könnte ich auch so rüberhampeln, aber wisst was? Da haben wir doch noch einen anderen Trank für sowas parat. Ein einminütiger, ja, der reicht uns. Ne? Den musst du trinken. Trank der Geschwindigkeit. Geht das nicht so? Ah, das geht nur so. Okay. Hallo? Zieh halt die Waffe. Aber da so ein merkwürdiger Bug. Okay. Dann machen wir den Hansel da drin auch platt. Weil ihr könnt euch wohl denken, dass da was, bisschen was Wichtigeres drin sitzt. Und den Priester da drin können wir auch noch erledigen. Dann müsste es das gewesen sein für die heutige Episode. So. Zack, zack, zack. Jetzt machen wir mal hier nochmal Speicherpunkt. Machen wir hier der Yankee 3. Und dann, ja, gehen wir da rum. So, wir müssen nämlich da reagieren, sonst werden wir aufgespießt. Das ist nicht so klug. Nicht so episch auch als tot. So, da muss ich hoch. Da ist die glatte Fläche. Ach ja. Da überlegt man sich, ob man nicht lieber durch die Stachel gehen soll, wenn man klettern muss, ne? Ja. Spaßig wie immer. So.
Aber wie gesagt, auch wenn ich mich ständig drüber beschwere, ich will es ja bewusst so machen. Dass ich Gothic ohne großartige Patches und so weiter spiele. Ey! Der attackiert mich einfach so. Das schnurrt da nur. Okay. Okay. Mit dem habe ich auch nichts Großartiges verzählt. Mit dem Varagruschk. Aber der Dämonenstreich hat er. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varagruschk. Ja, bla bla bla. Andere Art und Weise. Feuersturm hat der parat. Okay. Und hier haben wir noch was dickes, fettes, ultra ochsegeiles, sonderbares Schwert. Mit einem grauen Edelstahl drauf. Das ist genau das Ding, was wir brauchen. Wo ist es dann? Sonderbares Schwert. Hüterklinge. Leichter Zweihänder. Krusch Gedöns. Krusch Agasch. Götterhammer. Todbringer. Siegbringer. Wo ist es dann? Ulumulu haben wir hier auch noch. Ist dann sonderbares Schwert. Krachtnack, Schabak. Hm. Okay, dann muss es hier bei Sonstiges dabei sein. Da haben wir Weltenspalter, Zeitenklinge, Lichtbringer, Dämonenstreich. Der ist das sonderbares Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern. Bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. Ja. Das ist wohl eine weise Entscheidung, mein Lieber. Gerade mal gucken, kann ich hier irgendwo hinziehen? Offensichtlich. Kann ich hier irgendwo hinziehen? Durchaus, ja. Okay, der zielt einfach nur ins Leere. Na gut. So, da sind noch ein paar Tränke. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Sind das attributssteigernde Tränke oder wie schaut's aus? Nö. Okay, war hier noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Ich hab mal gucken. 9 war Telekinese. Kein Trank oder so? Alles klar. Gut. Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Na gut. Gerade mal gucken, ob ich jetzt so einfach durch kann. So, speichern mal hier nochmal mit der Yankee 3. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtung. Fast. Fast. Fast hätte ich es gepackt. Okay, dann sollte man vielleicht doch wieder durch raus. Wenn das irgendwie möglich ist. Aber immer hier, schier gepackt. Naja, da kommt er nicht hoch. Also das möchte ich in der Episode auf jeden Fall noch beendet haben. So, jetzt gucken wir nochmal. Haben wir doch nichts, auf was wir zielen können. Okay. Okay, hat auch so funktioniert. Perfekt. Sehr schön. In die Richtung müssen wir eh nicht mehr gehen. Dann würde ich sagen, okay, so viel machen wir in der Episode vielleicht doch noch, dass ich hier nochmal rausgehe. So, über den Weg kommen wir sicher raus, aber ich will nochmal den anderen Weg gehen. Den Höhleweg mag ich vielleicht nochmal gehen. Ups, da war eben nochmal ein bisschen schlecht. So, war auf einmal schwarz. So. Und was haben wir denn hier? Okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Tagebuch. Oh, nett. Nehmen wir doch gern A. Und da ist noch was. Oh, Erzbrocken immer hier. Heilung, den Zauber. Amulett, Erläuterung, Schutz vor Feuer und Magie. Extrakt, Mana-Bonus, also ein mittlerer Mana-Trank. Bolze, Fackel und Erzbrocken. Sehr schön. Nehme ich doch auch liebend gern das Zeug. Okay, sehr schön. Das war nun mal so ein kleines Geheimversteck, könnte man sagen. Aber hier wirklich großartige Sache oder so finden wir jetzt hier an. Okay, das war einfach nur so ein kleines Versteck hier noch. Na gut. Aber Tagebuch haben wir immer hier gefunden. Ah, da hinten geht es auch noch wo lang. Tagebuch vielleicht auch nochmal angucken. Wenn wir es dann. Tagebuch. Ja.
Eine stark verwitterte Seite, deren Schrift man kaum noch entziffern kann. Der ehemalige Besitzer scheint ein Trolljäger gewesen zu sein. Ah, das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Tagebuch. Ein altes, zerschlissenes Buch. Es fehlen Seiten. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. 28. Tag. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihre Körper jagen. 78. Tag. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemand mal. Ah, fast. Aber Notra. Ich glaube, du gehst zu dem Bereich hier, der nur aus Lava ist, der Maluxee hin, bei dem Mini-Tempel, wo Uriziel... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das lief jetzt automatisch raus, wo das sonderbare Schwert lag. So. Genau. So, da kommen wir nämlich zu dem Bereich hier. Okay, da hätten wir das nämlich alles, ach, nochmal erledigt. Minecrawler-Ei, schön. Hier gab es offensichtlich mal eine Königin. Barbarenfaust hätten wir hier noch. Tränke. Ja, wie gesagt, da ist der Tempel, wo das Schwert drin war. Ja, sorry, ich habe es jetzt doch schon aus Reflex einfach gesagt. Es heißt Uriziel, das Schwert. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Oder sollte ich jetzt auch nicht sagen. Der Recht finden wir auch so noch raus. Okay, also offensichtlich waren das so Stolle, die man hier gegraben hat. Als man den Tempel angelegt hat. Okay, ich sollte hier vielleicht auch nochmal Fackel anzünden. So. So, da. Okay, dann sehe ich nämlich auch, wo ich hier krabbel. So, zack, zack. Sehr schön. Gut. Das war dann der Weg. Und der führt wieder woanders steht der Weg. Das heißt, ich gehe jetzt doch wieder der offizieller. Obwohl, ist ja eigentlich Quatsch. Ich kann genauso gut auch da hingehen und da wieder der offizielle Weg nehmen. So, da ging es dann da lang. Kann ich da hochklettern? Ja, geht sogar. Geht sogar ohne Mucke. Alles klar. Ach, wenn die Episode heute länger wird, mag ich auf jeden Fall heute noch den Weg aus dem Schläfertempel machen. Also ich mag zumindest hier nochmal rauskommen. Dann haben wir nämlich eigentlich auch alles erledigt. Ein Minecrawler kommt aber selten allein. So. Ich habe das irgendwie verschachtelt Erinnerung gehabt. Ich habe eher gedacht, der Tempel des Schläfers ist wieder so ein Bereich, wo ich denke, oh nee, nicht schon wieder. Aber das ließ sich ja eigentlich ganz gut machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den nicht so positiv behaftet noch in Erinnerung gehabt habe, der Tempel des Schläfers. Weil als Jugendlicher fand ich das schon etwas ätzend. Hups. Oh, war ich jetzt ein bisschen zu spät mit meiner Reaktion. So. Da ist noch spontan Uchachachan hochgewachsen. Und... Deswegen ist es vielleicht echt nicht schlecht, wenn man mit Zauber generell ausgerüstet ist und du die Gegner schon auf Distanz siehst. Oh, apropos. Wir probieren es. Sehr schön. Puh, das hat ja gerade noch so gut geklappt. So, Kruschkarok. Da wollte ich nämlich auch noch durch, ne, dass ich den Gang auch noch vergesse. Ups, da ist noch mal einer. Ein Tempelwächter. So, stinkt normaler. Ja, die wachsen ja auch wie die Pilze, diese Tempelwächter. So. Nehme ich der Kruschkarok auch noch mit. Das hast du nämlich noch gar nicht gezogen. Das ist noch niegelnagelneu von vor 5000 Jahren oder wie lange du schon lebst. Ups. Ja. Droh du mir ruhig. Okay. Ah, da kommen wir dann do raus. Alles klar. Ja, da waren wir nämlich auch schon. Interessant, dass der Untote vorher noch drohen muss, wenn ich ein... Ich weiß nicht, wenn ich ein Untoter wäre, würde ich einfach nur deine Befehle gehorchen, die man mir gegeben hat, und stur attackiere und nicht großartig die Leute noch drohe. Aber das gehört hier einfach zur Spielengine mit dazu. Denn diese Untote gar keinen Einfluss mehr drauf, was sie zu machen haben. Ups.
Da ist noch ein Minecrawler irgendwo in der Nähe. Ja, ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Aber hier ist auch nochmal Tempelwächter-Party. Und zack. Dreimal mit unserem Zapaschta-Atem erkaucht und schon sind die tot. Genauso wie das Skelettmagier hier. Okay. Na gut. Dann auf die altmodische Art. So. Geht auch alles auf die altmodische Art und Weise. So. Aber die haben anscheinend spitz kriegt, dass ich hier raus will aus dem Tempel. Und müssen nochmal ein paar von ihrer hässlichen Kameraden hochgeschickt haben. So. Die menschliche Skelette werden wahrscheinlich auch menschliche Diener gewesen sein. Oder halt die orkische Arbeiter, die sich allerdings im Skelett nicht unterscheiden von dem Menschen. Aber ich persönlich könnte vermuten, dass es die menschliche Sklave waren, die sie dort eingesetzt sind als Arbeiter, als auch die orkische Arbeiter. Wobei, es ist eigentlich wahrscheinlicher, dass es nur menschliche Sklave als Arbeiter waren. So. Die reagieren ein bisschen schneller als die Eierköpfe von Orks. So. Die schieße ich auch noch gleich was. Und weg. Sehr schön. Gut, dann können wir nochmal so ein 250er Tränke brauche ich mittlerweile. Alter Falter. Da habe ich mich aber ordentlich aufgepumpt. So. Ach, wenn die Episode heute länger ist, finde ich es gut, dass wir heute auf jeden Fall noch packen, aus dem Schläfertempel rauszukommen. Weil ansonsten, das ist ja alles wieder selbes, wenn man Episode schon dort mit A fängt, dass man aus dem Tempel selber wieder rausrennen muss, finde ich etwas witzlos. So, warte mal. Lass mal ein bisschen erhöht stellen. Dann mache ich dich platt. Dann mache ich euch, wenn möglich, platt. Okay, das Skelett scheint uns schon zu sehr. Na egal. Komm schon. Gott. Skelettkrieger, hoher Tempelwächter. Kann ich genauso gut auch die Fackelseilosse jetzt. Die können wir auf dem Rückweg dann wieder mitnehmen, wenn wir das zweite Mal hier reinmarschieren. So, hier dürften eigentlich Kenny mehr sein, oder? Nee. Okay, gut. Dann haben wir das Schläfertempel fürs Erste fertig. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Weil wir wissen ja, wir haben hier noch einen Priester, der auf uns wartet, der, sagen wir mal, auffällig ist. Der nicht so auffällig ist, so rum. Wir haben doch noch einen Priester vor uns, der ein bisschen was ab kann. Und gegen den müssen wir mit einer neuen Waffe anstinken. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite 120 Lernpunkte, die wir hier noch vergeben können. Und wir gehen hier raus. Und sind jetzt hier. Und hier würde ich sagen, mache ich meinen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic. Uff, pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.